Hallo Leute, willkommen wieder zu meinem Kanal. Und zwar habe ich heute einen Gast mit. Und das ist mein Freund Alex. Ihr kennt ihn ja bereits bei meinen ganzen Stories und Videos und Fotos. Ja, wir reden heute ich über... Ich war nicht beim Friseur. Ja, er war nicht beim Friseur. Er wollte fast nicht das Video drehen. Fangen wir mal an. Wir werden langsam das Thema abarbeiten und euch die ganzen Fragen beantworten, was ich für wichtig gehalten habe, dass ihr wissen solltet. Die erste Frage, was ich euch beantworten möchte, ist, wie war das Zusammenziehen? Es ist so komisch, vor der Kamera zu reden. Du schaffst das, Schatz. Ja, also für mich war das eine Riesenumstellung, weil ich ja eigentlich gewohnt bin, alleine zu leben. Und es war halt komisch, weil du musstest immer auf die andere Person auch achten, nicht nur immer auf dich. Du musstest alles für die Person machen, zum Beispiel bügeln oder Wäsche waschen für die andere Person, kochen für die andere Person. Und ja, du musstest nicht nur an dich denken, sondern auch auf deinen Partner, sich einstellen auf den Partner. Ich finde, das ist ein Riesenschritt, was man macht. Das sollte man sich sehr gut überlegen, aber ich muss euch sagen, wir sind nach 3 Monaten zusammengezogen. Aber wenn es passt, da passt es, denke ich mir. Da braucht man, du merkst das halt. Wenn du zum Beispiel mit einer Person zusammen bist und erst 3 Monate zusammen bist und ihr streitet euch ständig oder es ist nicht so, dass wir uns nie gestritten haben, aber man sollte sich das einfach gut überlegen, weil du musst diese Person 24 Stunden sehen, mit dem Essen seine Stimme die ganze Zeit hören, seine nervige Stimme, na Spaß. Du lernst den Menschen erst richtig kennen, wenn ihr zusammenzieht. Ja, genau, das ist auch ein... Weil draußen kann er so tun, als wäre er ein ganz anderer Mensch, zu Hause ist er selber. Genau, ist es echt anders, zusammenzuleben. Als wie nur sich 3-mal in der Woche zu sehen. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Ja, oder jeden Tag sehen, das ist trotzdem nicht zusammenleben, das ist wirklich 24 Stunden. Du triffst zum Beispiel einen Menschen und dann gehst du nach Hause. Es ist nicht so, dass du jetzt darauf achten musst, ob er zu Hause ist, ob er Wäsche zum Anziehen hat oder was zum Essen hat. Das macht ja Hotel Mama, also die Mama macht das und das ist jetzt einfach was anderes. Also Kommunikation ist eigentlich das Allerwichtigste in der Beziehung. Ohne das geht es einfach nicht. Vertrauen. Ja, ja, Vertrauen ist auch wichtig. Vorteile von Zusammenziehen. Die Vorteile vom Zusammenziehen? Da haben wir keine Antwort dafür. Partys, nicht wenn du ein Kind hast, zusammenziehen. Nachteile von zusammenziehen, da kann ich euch einiges sagen. Kohle. Weniger Geld. Putzen. Ja, kochen, du musst einfach alles. Haushalt. Haushalt ist so schrecklich, Leute. Er braucht nichts sagen, weil ich mache eigentlich alles. Ich bringe die Brötchen nach Hause, Weib. Ja, okay, das schon. Das Einzige, was Alex tut, ist Müll wegschmeißen. Und den Rest mache ich. Und es ist nicht so, dass ich arbeitslos bin oder sonst was. Ich habe ein Baby zu Hause. Wie ihr wisst, bin ich ja Mutter. Alle, die Mütter sind, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie das ist. Und meiner ist gerade mal 8 Monate, er wird bald 9. Und er ist... Shoutout an die Väter. Ihr verdient die Brötchen. Ja, man hat halt, man kann halt nicht weglaufen, so in dem Sinne, wenn ihr euch streitet, zum Beispiel, ihr wohnt noch nicht zusammen, dann könnt ihr einfach nach Hause und fertig. So ist es halt nicht, wenn ihr euch streitet, müsst ihr halt im anderen Zimmer sein. Da hat oder jeder seinen Rückzugsort. Ja, oder ihr könnt kurz rausgehen, aber ihr müsst halt wieder zurückkommen in dem Ort, wieder nach Hause mit der Person kommunizieren. Das Problem löst sich halt nicht von selbst, sag ich mal. Zurück zu den Vorteilen. Man ist der Herr im Haus. Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Es war halt so, ich muss euch ehrlich sagen, ich wollte schon immer mit 18 umziehen von zu Hause. Und ja,
ich wollte schon immer machen. Ich habe mich eigentlich extrem gefreut, wie ich weggezogen bin zum ersten Mal. Nicht, weil ich meine Eltern nicht liebe, sondern ich wollte einfach selbstständig sein und nicht abhängig von jemandem sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte einfach lernen, alleine zu leben, mein eigenes Brot zu verdienen, einfach alles selber können. Und nicht immer, ja Mama, kannst du mir Wäsche waschen, kannst du bügeln, kannst du dies und das. Abwasch. Ich sag euch, Vorteile gibt es irgendwie nicht so viele. Das ist das Einzige. Ja, das weißt du erst, wenn du ausgezogen bist. Ja, das ist das Einzige, du bist der Herr im Haus. Und jetzt weiter. Ich glaube, Alex fühlt sich langsam wohl mit der Kamera. War schwer. Es war nicht einfach. Man muss sich halt einfach dran gewöhnen. Ein Mensch kann sagen, dass er sauber ist wie ein... Keine Ahnung. Aber du weißt es, wenn du zusammenziehst. Schau mal, weiter. Also, wie hat die Schwangerschaft eure Beziehung verändert? Die Schwangerschaft hat unsere Beziehung schon groß verändert. Juniors Flasche. Weil ich hatte extrem viele Probleme, als ich schwanger war. Ich glaube, die meiste Zeit habe ich im Krankenhaus verbracht. Das ist wirklich das Schlimmste. Die Schwangerschaft war das Schlimmste für mich. Und die Geburt. Ja. Und natürlich hat es Alex auch getroffen, weil ich hatte extreme Stimmungsschwankungen. Man hat einfach gelernt, Geduld zu haben mit der anderen Person. Das kann ich für mich sagen, als ich schwanger war. Man hat doch eine andere Bindung und ein anderes Vertrauen zu der schwangeren Frau. Ja, eigentlich kann er mehr dazu sagen als ich, weil ich war nicht wirklich ich selber, als ich schwanger war, weil es hat auch viel mit den Hormone zu tun, oder? Ja. Und generell, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Genau. Ja. Weitere Fragen? 2012 hat angerufen, die wollen ihren Spaß zurückhaben. Man liebt sich einfach viel mehr. Viel mehr, aber man lernt irgendwie, sich um die Person zu kümmern. So. Ja. Man macht es irgendwie gerne. Dann. Er musste sich so viel um mich kümmern, weil ich wollte dieses Essen und dies und dies und dies. Und dann musste er es extra zum Beispiel vom Mäcki holen oder von woanders. Aber du durftest nicht essen. Ja, Mäcki durfte ich nicht essen. Mir ist das erste eingefallen, Mäcki, weil ich wollte das so oft in der Schwangerschaft essen, aber ich durfte nicht. Ich habe mich sehr gesund ernährt, als ich schwanger war. Ja, so schaut's aus. Deswegen haben wir auch so ein Riesenbaby bekommen. Und meine Gene. Aber es lohnt sich, glaubt mir. Meine Gene hat sich geändert, als ihr ein Kind bekommen habt, als er schon da war. Wir konnten es gar nicht glauben, dass er schon da ist. Ja, das ist mal das Erste. Also, hey, also dieses Thema ist so ein Riesenthema. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das verkürzen soll und euch sagen soll, was sich so verändert hat. Du wartest 9 Monate auf die Person, die du liebst, ohne dass sie schon etwas gemacht oder geredet hat. Und und diese Person, die wird dich dein Leben lang begleiten. Was riechst du? Ich muss niesen. Ja, was ich sagen wollte, ist einfach, am Anfang habt ihr ein Riesenproblem, das sage ich jetzt schon. Einige werden sagen, na, wir werden das uns schön aufteilen, weil... No. Ich kenne mich da schon aus und ich habe schon 1000 Videos angeschaut. Ihr könnt euch 10.000 Videos anschauen und 10.000 Tipps von anderen Leuten holen, aber ihr könnt euch das nie so einrichten, weil ihr wisst nicht, wie euer Kind ist. Also jeder hat seinen Charakter. Also was ich generell blöd finde, ist, dass man so Erziehungstipps hat oder keine Ahnung. Du kannst es ja nicht sagen, wenn du nicht weißt, wie dein Kind ist. Jeder weiß irgendwie alles besser. Und deswegen sage ich, ihr müsst auf euch schauen, ihr müsst schauen, wie euer Kind drauf ist, wie euer Mann arbeitet, euch das schön absprechen. Das war auch am Anfang das Problem, weil wir uns das nicht abgesprochen haben. Wer macht was? Wer steht abends auf? Wer
wer putzt, wer schmeißt Müll weg. Wir haben uns eben dann so ausgemacht, dass Alex den Müll wegschmeißt und arbeiten geht. Das sind die zwei Dinge. Und helfen mit Joshua. Wenn er frei hat, ab und zu aufstehen. Weil ihr wisst ja, 6 Tage die Woche ist ja nicht so einfach, wenn man so viel arbeitet. Und deswegen habe ich auch für mich entschieden, seht ihr, man macht das einfach gerne für die andere Person. Das ist nicht so gezwungen, sondern gerne. Weil man sieht, die Person macht ja auch was für dich und man möchte ja auch nicht die Person jetzt extrem belasten, dass er auch kaum Schlaf hat und dann noch 14 Stunden arbeiten geht. Das geht halt nicht. Da muss man halt ein bisschen nachlassen, nicht nur an sich selber denken. Was das Putzen angeht, das hat unsere Beziehung verändert, weil am Anfang war es einfach so, wir hatten noch kein Kind und es ging halt, dass Alex mir noch hilft und alles, aber jetzt, wo er so viel arbeitet und wo Junior da ist, will ich jede freie Zeit mit ihm verbringen. Genau. Weil ich so wenig Zeit habe mit ihm. Genau. Deswegen mache ich das halt alles. Dann noch Einkauf, was Einkauf betrifft. Es hat viel mit Haushalt zu tun, wenn du die Frau zu Hause bist. Und man streitet sich immer um dieselben Dinge, ich sag's euch. Es geht immer um Haushalt. Ja, du passt nie auf oder irgendwie sowas. Du machst nie was, weil zum Beispiel ich denke manchmal, ja, Alex chillt in der Arbeit. Er denkt auch manchmal, ja, ich hab's besser, weil ich nur zu Hause bin. Es ist immer so ein Hin und Her. Aber ihr müsst euch da absprechen, dann kommt ihr wieder zurück zu euch. Und das Aufstehen ist auch sehr schwer, das kann ich euch auch. Als Elternteil mitgeben. Bist du generell ein Frühaufsteher geworden. Egal, was du ein Spätaufsteher, du warst früh. Es ist aber ein Vorteil und kein Nachteil. Das ist ein Vorteil. Weil du hast so viel vom Tag einfach. Du kannst so viel erledigen. Ich sag euch was, erst seit ich Mutter geworden bin, habe ich so viel erledigen können in meinem Leben wie nie zuvor. Und ich bin nicht eine, die faul gewesen ist, aber ich habe mich halt immer ausgeschlafen bis 10, aber trotzdem bin ich dann 2-3 Stunden gelegen, habe mir gedacht, ich habe eh noch Zeit und jetzt ist es einfach so beschränkt von der Zeit her, dass du zum Beispiel, wenn Junior schläft, schneide ich schnell meine Videos oder poste ich was auf Facebook oder auf Instagram, damit sich das einfach alles ausgeht. Oder putze ich schnell, was sich kaum ausgeht, muss ich ehrlich sagen. Weil Junior macht jetzt nicht ein langes Mittagsschläfchen, wahrscheinlich wie andere Kinder. Und man muss halt immer alles aufschreiben, weil sonst vergisst ihr ganz schnell was. Das ist auch so ein Thema, Zeiteinteilung, Zeit für sich haben. Man nützt halt jede Minute, die man hat, wenn mal das Kind schläft oder wenn das Kind mal nicht da ist. Zum Beispiel jetzt, Junior ist ja bei meinen Eltern, er ist einmal die Woche drüben. Es geht jetzt nicht, dass du Sachen machst, die so viel zu spontan sind. Das geht nicht. Du musst alles ins Detail planen, damit sich alles ausgeht. Du kannst nicht so oft feiern gehen. Theoretisch könnten wir schon einmal in der Woche jedes Mal, aber du hast halt einfach keine Lust mehr drauf. Man hat keine Lust zum Feiern. So. Du willst deine Ruhe haben. Du willst einfach deine Ruhe haben. Weil mit Kind hast du eh genug Action. Ja, manche denken ja einfach, wir sind alt geworden, wir können nicht, wir können schon. Zum Beispiel heute ist Freitag, heute können wir locker bis 5 fortgehen oder 6 fortgehen, aber wir haben keine Lust drauf. Wir haben keine Lust auf diese Menschenmenge, wir möchten einfach unsere Ruhe haben. Wir wollen auch keinen Kater am nächsten Tag haben, weil wir müssen dann Junior abholen. Es ist nicht so, dass ich es bereue. So einmal in 1-2 Monaten ja, hat man schon voll reicht. Lust drauf. Ja. Aber dann will man wieder eine Pause davon haben. Ja. Danke Leute, dass ihr zugeschaut habt. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Instagram. Genau, folgt mir auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook.